Benjamin Brittens The Turn of the Screw in einer Minute. Ganz opernuntypisch handelt es sich hier um eine Gruselgeschichte mit allem, was dazugehört. Ein einsames altes Landhaus, eine junge, unerfahrene Gouvernante, zwei unheimlich brave Kinder, eine alte Haushälterin und zwei unheimliche Gestalten, die auftauchen, obwohl sie eigentlich längst tot sind. Brittens Musik dazu ist geheimnisvoll und spannungsreich, kraftvoll und dann wieder ganz kammermusikalisch mit filigranen Klängen von Harfe oder Celesta. Spätestens wenn der kleine Junge sein einfaches, aber unerklärlich unheimliches Marlow-Liedchen singt, ist Gänsehaut garantiert. Wie beim Zuziehen einer Schraube wird mit jeder Szene der Druck und die Spannung größer. Was ist wahr und was ist Einbildung? Wer verführt hier wen? Was ist gut und was ist böse? Das liegt alles größtenteils im Auge des Betrachters.